Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am 17. August hier bei Gottmer TV. Ich grüße Sie. Wir schauen hier wieder auf den Devisenmarkt, der sich heute ein Stück weit schon recht dynamisch bewegt, unter anderem auch, wenn wir hier auf die Schweizer Frankenpaare schauen. Da tut sich ein Stück weit was, außer Schweizer Franken-Yen hält sich hier noch ein Stück weit in Lethargie zurück. Aber wir haben hier 9.15 Uhr erst reinbekommen, die Einzelhandelsumsätze aus der Schweiz, die ein Stück weit unter den Prognosen sogar noch lagen. Also hier eine Enttäuschung und ja, das ließ sich relativ zügig im Preis auch ableiten. Wir haben hier jetzt speziell das britische Pfund gegenüber dem Schweizer Franken im Fokus und dieses schoss hier erstmal sauber nach oben, kommt aktuell allerdings wieder zurück, wie Sie sehen. Dennoch hier, und das ist das interessante Bild, auf das wir heute achten wollen, mal im großen Picture. Hier nach dem Schweizer Franken-Crash vom 15. Januar die Situation des britischen Pfund gegenüber dem Schweizer Franken. Denn dieses hat unabhängig der heutigen Intraday-Daten hier seit Ende 2011 eine sehr, sehr breit angelegte Range auf das Parkett gezaubert sozusagen. Der Zwischenfall in Anführungszeichen hier vom 15.01. Hat sich hier auch relativ schnell wieder relativiert. Also dieser Schock, dieser Ausverkauf hat sich hier wirklich relativ schnell wieder getan oder erübrigt, denn mit dem Erholungsimpuls auf den Crash vom Schweizer Franken hin hat sich hier praktisch wieder diese Range eröffnet. Und wenn wir das jetzt hier uns im Wochenchartintervall anschauen, dann wurde auch hier kurze Zeit später im Mai erst dann diese untere Range dieser großen Seitwärtsphase wieder angetestet. Und von diesem Niveau aus ging es dann auch seither wieder sukzessive nach oben. Natürlich gab es einzelne Wochen, wo das Währungspaar mal wieder eine kleine Pause vollzog, aber in der Summe hier bullische Handelsgeschehnisse, die hier den Preis nach oben führten. Und jetzt sehen Sie hier das Hoch aus 2012, 1,5459. Dann ein Verlaufshoch hier aus 2014, 1,5535. Und interessanterweise am Tag des Crashs, beziehungsweise nicht am Tag, in der Woche des Crashs, so rum, 1,4546, ein neues Mehrjahreshoch hier markiert, bevor dann hier am 15.01. eben hier die Schweizer Nationalbank die Zone von 1,20 beim Euro gegenüber dem Schweizer Franken aufgab und dann praktisch das Unvermeidliche erfolgte. Denn übergeordnet befindet sich auch das britische Pfund hier gegenüber dem Schweizer Franken in einem Abwertungsprozess. Und das wurde praktisch hier mehr oder weniger natürlich auch seit der Intervention der Schweizer Nationalbank auch beim britischen Pfund gegenüber dem Schweizer Franken erzeugt. Also auch hier eine grobe Lethargie und der weitere Abwertungsprozess wurde verhindert. Wie dem aber auch sei, jetzt hat sich hier eine Erholung, also eine Aufwertung beim britischen Pfund vollzogen gegenüber dem Schweizer Franken. Und jetzt stellt sich hier gerade mit Blick auf den Wochenchart Big Picture die Frage, was hier im Bereich 1,55 passiert. Kurzfristig, und da reden wir gut über 200 Pips Spielraum, hat das Währungspaar noch Potenzial bis zu dieser Zone zu steigen. Dort wird es dann sehr, sehr spannend werden, im Sinne dessen, ob es hier einen Ausbruch gibt oder nicht. Gerade mit Blick auf das große Bild wäre hier ein Ausbruch aus dieser ganz großen Seitwärtsrange mal unbeachtet die Crash-Situation, gar keine Frage, das ist ein historischer Tag gewesen. Aber auf das Preisverhältnis britisch Pfund Schweizer Franken bezogen hat sich hier dieser eine Impuls sozusagen eher untergeordnet zu bewegen oder ist eher untergeordnet zu bewerten, als vielmehr eben hier diese Range. Und sollte es zu einem Ausbruch kommen, darf man hier pauschal diese Range erstmal nach oben projizieren und hätte hier summa summarum ein Potenzial, welches dann auch interessanterweise hier in eine andere Widerstandszone reinlaufen würde, nämlich hier das Preisniveau knapp über 1,70. So, ein Stück weit runter noch, da wollen wir hin. Und das wäre hier, wenn es einen Ausbruch gibt über 1,55, 50 roundabout auf Wochenschlusspreisbasis, wäre das hier eine große Fortsetzungschance, um hier an einer weiteren Aufwertung zu partizipieren. Die Gretchenfrage ist nur, ob es eben zu diesem Ausbruch kommt. Denn natürlich kann genau das passieren, was wir in den früheren Jahren gesehen haben. Und dazu werden wir auch den Euro gegen den Schweizer Franken heute nochmals beleuchten. Es kann natürlich hier zu einer kleinen Umkehr wiederkommen. Und wenn dieses Niveau hier 1,55 bestätigt wird, das kann sich durch Divergenzen andeuten, das kann sich hier durch Doji-Kerzen andeuten, dann wird es spannend, dann könnte sich hier eine sehr
lukrative Short-Chancen eröffnen, die zumindest bis zum Mittelwert hier im Bereich um 1,4745 führen könnte, gegebenenfalls sogar hier bis in den Bereich 1,40 zurück. Also ganz, ganz interessant, was hier passiert. Britisch Pfund, Schweizer Franken in jedem Fall im Auge behalten. Gehen wir hier mal nach diesem freundlichen jüngsten Verlauf. Und hier hatten wir auch unlängst mal einen kleinen Rücksetzer erwartet, der so nicht erfolgte. Sie sehen hier diesen kontinuierlichen Aufwertungsprozess. Da können wir auch jetzt hier auch wieder mit einer Trendlinie daherkommen. Im Sinne dessen, dass wir hier eine sehr, sehr geradlinige Aufwertungsphase haben. Versuchen wir möglichst viele Punkte zu erwischen. Die Trendlinie hier in der Art wegweisend. Und hier wird es spannend, ob wir eben jetzt tatsächlich die 200 Pips zum Widerstandsbereich um 1,55 40, 55, 50, 35. Machen Sie das nicht auf dem Pip fest. Auf jeden Fall hier diese Widerstandszone, ob wir hier reinlaufen. Wenn ja, dann haben wir, wie gesagt, hier 200 Pips Potenzial auf der Südseite. Ist das Währungspaar hier gut abgesichert? Das wäre hier ein Stop-Loss-Level. Wenn es nämlich unter 1,52 zurückgeht, dann muss man sich hier bei diesem Währungspaar auf jeden Fall darauf einstellen, dass es sich dann wohl hier um eine kurzfristige Konsolidierungsphase handeln dürfte, die hier in den Bereich 1,49 zurückführt. Also ganz interessant, kurzfristig weiter bullisch mit Potenzial bis zu 200 Pips. Wenn wir unter 1,52 zurückgehen, speziell hier unter das Tief der Kerze vom 12. August, 1,5143, dann wäre hier mitsamt Trennlinienbruch Aufgabe der Unterstützung um 1,52 sicherlich hier weiteres Abwärtspotenzial gegeben. Aber aktuell deutet hier viel auf einen Lauf in die Widerstandszone 1,55 plus hin. Insofern bleibt das Paar spannend. Wir werden es beobachten. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Auftakt in die neue Woche. Und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder, beziehungsweise spätestens nachher hier beim DAX und dem JFD Live Trading TV. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.